So nach der Ehrung der Jugendmannschaften, ich glaube, so viel Zeit muss sein, dass man seinen Jugend dementsprechend ehrt. Und vier Meisterschaften im Jugendbereich ist ja auch was. So, jetzt kommen wir hier zum Trainergespräch, zu meiner rechten Seite, der Igor Adan. Und hier in Vertretung für Jan, unseren Andi. Der Jan, der lässt sich entschuldigen, der ist jetzt wahrscheinlich schon im Anzug und fährt zu einer Hochzeit, nicht zu seiner eigenen, er ist ja schon geheiratet, zu einem Freund. Da muss er erst die Spieler bilden und jetzt kann er feiern. So, Anzeigetafel 30 zu 24. Also ich muss sagen, das war ein recht ordentliches Spiel. Es war bis zum Schluss das Ergebnis, denke ich mal, nicht so, wie das Spielverlauf teilweise war. Ihr habt euch nach dem 4 zu 0 für uns, nach dem 6 Tore Rückstand, immer wieder rangekämpft und wart eigentlich in der zweiten Halbzeit einmal auf zwei Tore ran gewesen. Marco rein, hält den Ball, wir schießen im Tempo-Gegenstoß das Ding rein. Und deshalb, denke ich mal, sind wir sehr, sehr glücklich, dass das Ergebnis heute zustande kommt. Wie hast du das Spiel gesehen, Igor? Das ist guten Abend. Nochmal. Ja, heute sind wir erst nervös ins Spiel gestartet. Und dazu sind wir in der Ergebnis ganz ratzfatz hinterher gelaufen. Und in der zweiten Halbzeit mussten wir normalerweise ein bisschen mehr was mitnehmen wollten. Auch diese 19-17. Das ist jetzt schon die Corona-Situation ein bisschen mehr ausmachen. Ich glaube schon, wenn wir da auf ein Tor reingehen könnten, da wäre das noch gespannt für uns. Leider hat das heute nicht so geklappt und müssen heute auf uns gelaufen. Und ja, ich muss sagen, wir haben sehr schlechte Chancenbewertung gehabt, ganzes Spiel. Und natürlich ist der Torhüter auch das Held. War klar, aber wir mussten vielleicht ein paar Sachen mehr treffen, von nah bis draußen, mit dem Bogenstoß, mit Kreisläufen und dabei sprechen wir was anderes. Wir machen ein bisschen auch unsere Undisziplinheit, ein bisschen gekämpft gehabt. Das war die Schande. Ja, das Ergebnis ist für uns keine Beitrug. Wir haben die Aussage, wir haben nur versucht, das zu reißen. Hat es uns nicht geklappt, das auch. Wir werden die weiter und in zwei Wochen zu Hause. Dankeschön erstmal. So, Andi, jetzt deine Einschätzung. Ich denke mal, die fällt positiv aus. Ja, klar, von mir. Vici, du hast genau richtig gesagt, wir haben stark angefangen, 5-0 statt. Wir sind mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Körpersprache ins Spiel gegangen. Auch mit der richtigen taktischen Ausrichtung. Und das haben wir hervorragend umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, das Level dann so hoch zu halten. Und man hat, glaube ich, gesehen, wenn man ein bisschen schnuderig spielt, dann ist Bad Langenburg eine Mannschaft, die mit einem hohen Tempospiel ganz gefährlich werden kann. Und wir haben davor immer wieder gewarnt, dass wir da nicht nachlassen dürfen. Weil wenn eine Mannschaft ums Überleben kämpft, dann kann das in dem Moment, wo man ein bisschen schwächelt, ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Aber wir haben in den Phasen, wo es eng wurde, immer noch mal eine Schippe drauflegen können, zum Glück. Und hatten dann in der entscheidenden Situation einen starken Torhüterreflex und Glück, dass wir den Abpraller zum Tempo-Gegenstoß reinmachen. Und dann sind wir eigentlich wieder recht souverän aufgetreten. Aber das war so die Situation, ich glaube, das war der Knackpunkt. Danke dir erstmal. Das sehen, denke ich mal, die meisten Zuschauer ähnlich. Igor, jetzt noch mal ganz kurz. Ihr habt in den letzten 5 Spielen 7-3 Punkte geholt. Seid mit Sicherheit auch hierher gefahren, um die Punkte nicht abzugeben. Logischerweise, du hast es aber schon gesagt, ist kein beeindruckendes Ergebnis. Wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, sind mittlerweile 5 Mannschaften mit 18-30 Punkten. Und ihr fahrt jetzt nach Großwallstadt und dann habt ihr ein Heimspiel zu Hause gegen Köln. Wie siehst du die Situation da unten und die nächsten Spiele, wie wollen wir die angehen? Ja, Fehler war am Donnerstag, so Spiel in Großwallstadt. Für uns der leichteste Spiel der Saison. Da fahren wir einfach dahin und kann ich das vorbereiten auf den nächsten Gegner, oder wenn wir dann
auf die werden wir uns konzentrieren und da hoffen drauf jetzt oder in zwei Wochen Rückrunde. Wir haben schon gut gewonnen und von der Sache her müssen wir uns auch bestätigen zu Hause, dass es auch so alles so viel gute Spiele und echt um jeden Tor und wir haben es noch sehr gut, eigentlich alles in unseren Händen diese Saison und da rennen wir natürlich die Ergebnisse ein bisschen hinterher, aber ob ich am Anfang gewinne oder zum Schluss ist es ein bisschen schön. Vielen Dank, Herr Junge. Ich wünsche euch einen guten Hausweg und hoffe, dass ihr die Punkte holt, die ihr euch erhofft und auch benötigt, dass ihr da drin. Nee, das klappt schon. Ich bin da gute Dinge. Also vielen Dank und einen guten Hausweg. So, Andi, wir zwei, nur mal ganz kurz, du hast zu mir gesagt, wir machen es heute nicht ganz so lang. Ja, ich bin da bei dir, weil ich bin heute auch eingesprungen. Für René, der krank ist, und für Matthias, der heute nicht da ist. Und bevor wir zwei nach draußen gehen und Bier trinken, möchte ich hier aber noch was verkünden. Ich denke mal, ein ganz wichtiger Baustein ist seit letzter Woche, Montag, der Tim Henkel wird auch nächstes Jahr hier nochmal die Schuhe schnüren und hier spielen. Ich denke, die Personale, die hat uns noch gefehlt. Und man muss dazu sagen, der Tim hat nicht geliebäugelt mit einem anderen Verein oder einer anderen Mannschaft. Der Tim hat jetzt den Beruf gewechselt, das Eheleben ist da, er wird mal Papa und er macht sich halt Gedanken, wie seine Zukunft aussieht. Seine, und da hat er eigentlich, aber er spielt weiter und es ist klasse, das hat man heute und in den letzten zwei Spielen gesehen, dass der Tim ein ganz, ganz wertvoller Baustein ist. So, Andi, möchtest du noch kurz was sagen? Also, zum Tim möchte ich auch gerne was sagen, weil das liegt mir echt am Herzen. Was er weitermacht, das freut mich total. Und Hans, du hast gesagt, die letzten zwei Spiele einfach gesehen, was da schon ein Unterschied ist, ob er dabei ist oder nicht. Ob er ein Kopf dabei ist, ich glaube, seitdem die Entscheidung feststeht, ist er nochmal einen Tick besser. Und heute hat er wieder eine Auslagenleistung gebracht. Und er ist der Letzte, mit dem ich aktiv gespielt habe, außer mit Marco, dass er vorher wieder so gut. Vielen Dank, liebe Wanda. Jetzt machen wir Feierabend und ich denke mal, unser Bier haben wir heute bedient. Vielen Dank, liebe Zuschauer.